Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen nämlich wieder den Great Vault öffnen. Und da war ich wieder mehr oder minder fleißig letzte Woche und habe hier so die ein oder andere M-Plus-Dungeon gespielt. Und ich war auch ein bisschen mit den Twings, ja, im LFR unterwegs. Da gibt es dann auch wieder ein bisschen Loot. Ich hoffe ja noch auf ein paar Transmog-Waffen. Aber was ich noch mehr hoffe, dass ich mit Main mal vernünftiges Gear bekomme und nicht 10-mal das gleiche, wäre zumindest ganz nett. Ach ja, so, by the way, wir sind letzte Woche, haben wir dann die letzte Instanz, das war ja noch die andere Seite, die haben wir dann noch auf 16 gemacht, um quasi das Achievement und das Mount einzuheimsen. Und dann habe ich noch einen Hallen auch auf 16 und zwei andere Lore Keys gebastelt. Also es war ganz gut. Vier Items oder vier Keys sind wir gelaufen. Heißt, zwei Items müsste ich rauskriegen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Schlüsselmeister Achievement haben wir dementsprechend jetzt auch eingeheimst. Und ja, ich müsste, denke ich mal, auch dann die Items, die man ja ab heute, Patch 9.05, upgraden kann, ne, dann auch aufs Maximale, also 220 ist es, glaube ich, upgraden können, was ganz nett ist, ja. Haben wir es genau noch kurz vorm Patch geschafft, hier quasi das Achievement mitzunehmen. Gut, wir haben auch Wächter eingestellt, dann würde ich sagen, machen wir einmal hier die Kiste auf und ich hoffe, bitte Schultern. Bitte Schultern. Bitte Schultern. Ich denn jetzt Handgelenke habe ich drin und einen Hals. Also ein Hals, der ist absolut scheiße und ich habe schon einen 226er Hals, aber Handgelenke. Komm bitte, Versa. Versa? Versa Mastery. Das ist gut. Also Handgelenke kannst du halt auch im Auktionshaus kaufen, welche mit Versa, ne? Die sind jetzt auch relativ günstig, deswegen will ich eigentlich keine Handgelenke, aber es ist ein Upgrade, ne? Das ist ein Upgrade. Ich hätte zwar jetzt lieber Schultern gehabt, aber es ist okay. Ist okay. Das nehme ich gerne. So, und was kriegen wir jetzt für einen Key? Ah, seht ihr, ich kriege jetzt einen 16er Key. Die haben das nämlich geändert gehabt. Bisher kriegst du ja immer einen Key unter dem, was du gemacht hast. Und jetzt ist es so, dass du immer die Keyhöhe bekommst, die du gespielt hast. Das heißt, ich habe das letzte Woche habe ich einen 16er gemacht und jetzt kriege ich auch einen 16er Key. Nächste Woche, wenn ich nicht spielen würde, dann bekomme ich, glaube ich, einen 15er Key. Also, wenn du nicht spielst, dann geht es immer eine Stufe runter, ne? Aber wenn du spielst, behältst du immer deine Keystufe. Heißt, wenn du jetzt immer das zu 26er Key haben willst, musst du einfach eigentlich immer nur eine 14er oder eine 15er machen. Dann kriegst du immer, wenn du einen 14er machst, einen 14er Key und musst nicht immer erstmal den 13er dann auch wieder hochspielen, dass du den zu 26er kriegst. Was eigentlich eine ganz nice Sache ist. Ich frage mich, warum Blizzard das erst jetzt so geändert hat und das nicht schon immer so hat. Also, ja, gut, jetzt gucken wir mal. Das dürfte zumindest ein bisschen Upgrade vom Item-Level aus sein. Wenn wir das anlegen, dann sind wir 219, 81, immer noch nicht 220. Aber vielleicht bekomme ich ja mit ein bisschen Glück noch das ein oder andere Item im Plus an sich und kann dann das Zeug upgraden. Ne? Ich habe auch extra hier die Quests gespart. Die Berufungen, drei Berufungen, weil da gibt es ja auch Tapferkeitspunkte, also kann sich eventuell, also gut, das sind 35 Tapferkeitspunkte, der große Deal ist es jetzt, denke ich mal, nicht, aber ich dachte mir, komm, bevor ich sie mache, ich werde jetzt eh die Anima-Daily-Runde machen, ob ich sie jetzt Montag, Dienstag gemacht hätte oder heute, dann kriege ich halt noch ein paar Punkte mit dazu, ne? Wenn ihr es jetzt nicht mitgenommen habt, ist jetzt, denke ich mal, auch nicht das große Drama. Gut, soweit dazu. Jetzt könnte ich mir dennoch einen Ring noch kaufen und den Umhang, aber wie gesagt, da warte ich jetzt erstmal noch. Vielleicht kriege ich es ja irgendwann da drin. Hätte ich mir letzte Woche die Handgelenke gekauft, ich glaube, die waren nämlich ganz günstig im Auktionshaus, dann hätte ich mich heute geärgert tatsächlich. Gut, dass ich es nicht gekauft habe. So, dann würde ich sagen, loggen wir hier schon mal um. Wir wollen ja nicht nur bei meinem Main gucken, sondern auch noch bei drei Twings, wo wir auch die Kiste relativ voll haben dürften. Und ja, bei denen war ich in Dings hier unterwegs, im LFR, im Castle Nathria. Und ich hoffe, dass ich das ein oder andere Transmog-Item rausbekomme. Schauen wir mal rein. Hätte ich gesagt, hier gleich schon beim zweiten Account beim ersten Char. Oder vielleicht kriegt der auch für sich ein bisschen Upgrade, ne? Ich weiß, das habe ich jetzt umgestellt auf Tank, ja. Ah, was haben wir denn da Schönes? Ein Waffen-Token. Heute läuft es ja wie geschmiert. Und das ist sogar das vom Endboss, oder? Oder sag mir bitte, oder ist das Schildhand-Token? Jetzt warte mal. Bringt, um sie an eine Waffe ein. Genau, Waffe. Nee, das ist ein Waffen-Token. Schildhand-Token ist halt Dreck, weil es gibt halt nicht viele Schildhände. Da gibt es, glaube ich, nur ein oder zwei. Und Waffen-Token, da gibt es halt sehr, sehr viele Transmog-Teile. Perfekt, das hat sie ja rentiert. Hier gäbe es auch ein Trinket und einen Hals. Aber wir nehmen auf jeden Fall das Waffen-Token.
Wunderbar, das ist ja sehr schön. Haben wir mal wieder ein Waffentoken bekommen. Da freut sich meine Transport-Sammlung tatsächlich. Ah, jetzt haben wir schon zwei Walls aufgemacht und zwei gute Items bekommen. Das freut mich. Vielleicht geht die Siegesserie an sich so weiter. So, jetzt haben wir den nächsten Char. Was habe ich mit dem am Gear? Gut, ich glaube, der wird sogar fast gar nichts mehr an Upgrades brauchen, ne? Da kann nicht viel aus dem LFR kommen, was upgradet. Aber am besten wäre sowieso das Waffentoken. Ist da noch mal ein Waffentoken drin? Alter, okay, heut lacke ich aber richtig rein, ne? Da ist halt noch mal ein Waffen auch von Drenatrius. Perfekt. Hier. Richtig nice. Also heut läuft's. Jetzt haben wir zwei Waffentoken bekommen. Und ein Teil, was ich sogar tatsächlich brauchen kann, was bei meinem Main Upgrade ist, ne? Mit Versa, wohlgemerkt. Ist zwar nur Handgelenk, ist halt das kleinstmögliche Teil, aber es ist halt Versa drauf, ne? Es hat halt gute Stats tatsächlich. Kann man gebrauchen. So, dann habe ich jetzt nur einen Char. Und zwar habe ich jetzt noch meinen Monk. Bloß dauert es heute ein bisschen länger beim Einloggen. So, da sind wir einmal eingeloggt. Und dann gucken wir auch bei dem mal rein. Ich glaube, der kann jetzt auch geartechnisch nicht mehr so viel aus dem LFR rausziehen, aber vielleicht kriegen wir einen Headtrack, drei Waffentoken. Ich glaube zwar jetzt nicht dran, aber wäre natürlich nice. Ah, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Jetzt muss ich mal gucken. Ringe, nee, das wäre kein Upgrade. Hals und Rücken. Hals und Rücken ist beides kein Upgrade, oder? Hier ist Mastery drauf. Mastery drauf. Komm, dann nehmen wir hier einfach mal Stygia. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich es irgendwann mal brauchen, das Stygia. Nehmen wir das mal mit einem Twink mit. Will mich jetzt aber nicht beschweren. Zwei Waffentokens, ne? Und ein Upgrade für den Main. Wenn das jede Woche so laufen würde, ne? Dann würde ich die hier, ne? Dann würde ich den Great Vaults, würde ich zu Füßen liegen und ihn abküssen. Ich sag's euch, aber leider läuft's nicht jede Woche so. Gut, das war's dann soweit mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.